Willkommen zu einer neuen Folge von den Stämmen und ich habe mir heute vorgenommen, ich werde ein paar Fragen wieder beantworten und ich werde mal so ein bisschen die Zukunft von diesem Account jetzt sagen, was wir vorhaben, was wir machen werden und so weiter und wie es da eigentlich vorangeht. Also die ersten Fragen, gehen wir gerade mal hier in die Nachrichten rein, ich kriege ja immer wieder mal Fragen. The Owen fragte, wie viele Premium-Punkte ich in diese Welt investiert habe, damit ich so weit oben bin. Ja, also ich sag's mal ehrlich, ja. Also ich habe keinen einzigen Cent da reingesteckt, kein Geld. Ja. Premium-Punkte ja, aber kein Geld. Ich habe 12.000 Premium-Punkte hier gehabt auf diesem Account. Und der Jan spielt ja bei mir im Account mit. Und der hat 1.000 dazu gesteuert, dann sind wir so bei 13.000 Premium-Punkte. Und ich hatte noch 5.000 auf einem anderen Account, circa 5.000. Also ich sag mal, roundabout 18.000 Premium-Punkte habe ich reingesteckt, um Platz 6 zu werden auf der Welt. Ja, jetzt mal Rang 19. Ich habe uns ein bisschen zurückfallen lassen. Ich werde nichts mehr reininvestieren. Ich habe keine Premium-Punkte mehr, also schon 1.140, aber die habe ich gemacht. Ja, das zeige ich euch auch gleich, wie ich die gemacht habe, weil ich werde natürlich diese 18.000 Premium-Punkte auf jeden Fall wieder reinholen. Ja, und wir wollen mal so eine, wir wollen auch, das sage ich nachher. Ich sage nachher, was wir vorhaben. Wir gehen mal weiter. Also, wie gesagt, ich habe 18.000 Premium-Punkte reingesteckt und, naja, wir brauchen mehr eigentlich. Also eigentlich, um ganz vorne mitzumachen, müsste ich immer noch investieren, um in die Top 10 zu sein. Und das, ach, das lohnt sich nicht. Voll der Stress, Mann. Das ist irgendwie, ist nicht so meins. Gehen wir mal weiter. Master of Command, der hat auch eine Frage gehabt, glaube ich. Wann lohnt es sich, in einer neuen Welt Spieler anzugreifen? Ha, das ist so ein Ding. Ja, es lohnt sich immer, einen Spieler anzugreifen, wenn er inaktiv ist, logischerweise. Oder du bist viel höher und du weißt, wie du ausbaust und dann brauchst du natürlich, du hast, also wenn du am Anfang einen neben dir hast, ja, wo du siehst, dass er so ein bisschen nicht weiß, wie er ausbauen soll und du siehst, dass er einfach hinterherhängt, dann geh auf Truppen, ja, farm deine Truppen zusammen und dann rein da. Ja, mach das morgens um 8, also ich greife immer ganz gerne morgens an. Ja, wisst ihr ja eigentlich, dass ich morgens da immer reinrenne. Ja, da ist eigentlich nie einer wach. Egal wann, ob das Sonntag ist, Montag ist oder so. Ja, die haben eigentlich, ich weiß nicht, viele sagen, doch, ich bin da wach oder so. Ich bin da, ich hab da immer Zeit. Nee, hab da nicht. Ja, ich renne nämlich immer morgens in irgendeinen rein und ich komme durch. Ja, also 80%, sage ich mal, sind da nicht griffbereit. Ja, die anderen 20% haben Glück, dass sie das Handy gerade hören, dass sie vielleicht nichts zu tun haben, vielleicht noch im Bett liegen, mit einem Auge drauf sehen. Aber ich sag mal, es lohnt sich eigentlich immer am Anfang direkt auf den Nachbarn drauf zu gehen, nach dem Anfängerschutz. Ist der Anfängerschutz unten, haut drauf. Hier auf dieser Welt haben wir Miliz. Ja, da ist der Bauernhof meistens schon auf Level 7, 8. Ja, manchmal ist er auf 7, 8. Ja, wenn man rauskommt aus dem Anfängerschutz. Und das mal 20, ja, also hättest du da 140 Leute drin und wenn er dann noch 30, 40 Dualis drin hat, dann brauchst du schon so deine 300 Axtkämpfer. Ja, dann musst du aber sicher sein, dass du den immer wieder cleanst, weil deine Truppen dann auch im Arsch sind. Ja, also das lohnt sich nicht, wenn 3/4 deiner Truppen natürlich draufgehen, dann lieber nicht tun. Ja, späh halt mal vorher, aber wenn der eigentlich nur die Standard-Sachen drin hat, 30, 30 oder so, 60, 60, ja, dann renn mal drauf, warum auch nicht. Ich hoffe, ich habe die Frage damit erstmal beantwortet. Also, man muss es immer wieder sehen. Es kommt ja auch darauf an, wie du farmst. Das kann ja auch sein, dass du doppelt so groß bist, dass du schon viele LKWs hast, dass du vielleicht schon eine Werkstatt hast. Dann halt den kleinen. Ja, geh auf den Bauernhof. Katapultier den Bauernhof nieder. Also, richtig niederkattern das Ding. Die wollen immer wieder einreißen. Irgendwann hat er keinen Bock mehr. Ja, die geben früher oder später alle auf. Ja, es macht ja auch keinen Spaß, wenn du andere Angriffe reinkriegst. Da verliere auch ich die Laune. So, Ritter Tobi hat auch eine Frage. 500 Punkte. Erfarmt. Mit wie vielen Truppen soll ich zukünftig angreifen? Ja gut, hier hat einer natürlich mein Video gesehen gehabt und hat mir gesehen gehabt, dass ich die Barbarendörfer am Anfang mit 2-2 angreife. Ja, ist auch richtig. Das geht allerdings nur, wenn der noch nicht 80 Punkte hat. Ab 80 Punkten, glaube ich, gibt es eine Kaserne oder baut er die erstmal die Wall aus? Ich weiß nicht, wie es war. Ich weiß es nicht, so 80, 90 Punkte ist, glaube ich, erstmal die Wall drin. Und da sollte man dann nicht mehr mit 2-2 reinrennen, da verlierst du immer wieder ein. Ja, auch mit LKW verlierst du immer wieder ein. Demnach, ich renne mit 5 LKW durch die Gegend zurzeit. Ja, es tut sich. Es reicht, ja. Wenn jetzt mit Wall 1 ist das kein Problem, bei Wall 2 gehen sie drauf. Ist einfach so. Also geht einer drauf davon. Man muss halt gucken, wie groß die Barbarendörfer sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier.
Ja, hier bin ich rot gelaufen. Ich weiß nicht, warum deffen die immer noch die Barbarendörfer. Also mich jucken keine 5 Elka, wenn sie verrecken. Es nervt einfach nur, dass es halt dann wieder in der Liste mit drin ist bei mir. Ja. Hier, das war eigentlich immer gelb. Ja, es hat 118 Punkte. Was ich auch ganz gerne mache, ich markiere mir die eigentlich dann immer. Ja, ich hänge immer wieder ein Schloss dran, weil ich ja. Ich markiere sie mir einfach immer, egal wie, ob ich es jetzt in der Karte einzeichne. Dann ich ramme die runter. Ich schicke dann die Rammen dahin. Ja, und mache einfach mal die Wall weg. Ja, hier oben, da habe ich sie schon mal weggemacht gehabt. Hier auch. Hier nicht, aber hier habe ich sie weggemacht gehabt. So, hier drüben bin ich immer gelb gelaufen, glaube ich, hier. Ja, hier müsste ich sie auch noch wegmachen. Also ich gehe dann immer hin, ich schicke da mal über Nacht, mache ich da mal ein paar Rammen rein und dann gut ist. Ja, dann mache ich mir das selber runter. So, also wie gesagt, das muss man immer sehen, wenn die jetzt natürlich 300 Punkte haben, dann reicht das natürlich auch nicht mehr, wenn du mit 5-5 dahin gehst. Ja, musst du ausprobieren. Einfach mal, probier es mit 15-15 oder einfach mal hier im Simulator. Ich weiß es im Kopf nicht. Ich glaube mit 15-15 oder 20-20 gehe ich dann. Ich gehe mal mit 20, glaube ich. 20 LKW gehe ich, glaube ich, mit einem Farm dann. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. So, das war bei Ritter Tobi. Wen haben wir noch? Ich glaube hier, das war's. Der Tober. YouTube-Video entdeckt. Bla bla bla. Hier. Frage an dich. Ja. Wie weit baue ich die Minen aus, bis ich anfangs die Haupt Ach, bis ich anfange, die Hauptgebäude, Schmiede und alles hochzubauen? Ja, das ist immer so ein Ding. Das ist auch immer so ein Ding. Hauptgebäude, bei mir ist es immer so, dass ich das so mache. Bei mir ist es immer so, dass ich das so mache. Das hört sich auch gut an. Gehen wir mal hier drauf. Also ich baue immer Holzfäller, Lehm und Eisen recht hoch, also immer im 2er Abstand. Ne? Also 19, 19, hier kommt jetzt eigentlich eine 17 hin. Jetzt habe ich eine 16 hier stehen. Ja. Also. Und hier oben, nee, ich könnte mir eigentlich auch das 20er leisten. Also ich habe keine Knappheit mit Eisen, da ist mir das eigentlich egal. Dann drücke ich einfach mal drauf, mache halt nochmal einen Holzfäller. Also ich mache das immer so, zum Beispiel, die produzieren jetzt in der Stunde 592, macht das in der Stunde. Nachher 9, also nachher 600 irgendwas. So, und wenn ich jetzt hier drauf gehe und gucke, ein Hauptgebäude braucht 900 Resis und in 56 Minuten. So, dann gehe ich jetzt wirklich hier lang und mache das so lange, bis meine Mine mehr produziert, als ich hier in der Stunde brauche. Das funktioniert immer ganz gut. Also jetzt nochmal zwei höher. Habe ich nicht mal irgendeins, wo ich das schon mal machen könnte? Hier bei Fox River, wie hoch habe ich es hier? 21. So, hier haben wir schon mal die 825. Das sieht schon mal viel besser aus, ja. So, und dann haben wir hier natürlich. So, 825. Ich würde jetzt noch eins hoch machen hier. Also mit 22 habe ich hier. 960. Na, vielleicht noch 1117. Ich glaube, ich würde demnach die Mine auf 23 machen. Ja, da würde ich 1100 verdienen. So, ich hätte immer noch was über. Das kostet hier praktisch in einer Stunde, kostet das 1100. Schlag mich tot. Ja, und es geht ja immer höher. Ja, ne, nachher kostet das noch mehr. Aber die Zeit hier hinten wird auch länger. Das heißt, ich habe immer, wenn ich jetzt auf Stufe 23 bin, produziert die Mine genau das, was eigentlich das Hauptgebäude immer braucht, egal wie lange ich da warte. Ja, machst du es auf 24 sogar noch besser, dann kannst du nebenher nämlich noch Truppen bauen. Weil irgendwann dauert das ewig. So, und wenn du das nämlich auf 24 hast, dann kannst du auch ganz locker das hier bauen. Weil guck mal, wie lange die Schmiede braucht, gell? Die braucht 6 Stunden. Da brauchst du wirklich, da musst du wirklich eine Sache machen. Du musst den Speicher ausbauen. Ja, jetzt hätte man natürlich über 1000 pro Stunde. Ja, das heißt, wir produzieren in der Zeit, wo wir 6 Stunden hier sind, produzieren wir praktisch 6000. Ja, das heißt, du hast einen Überschuss von 4000. Da kannst du natürlich ordentlich Truppen hinterher bauen. Ja, hier brauchst du natürlich dann dein Eisen dafür. Eisen ist da sehr wichtig. So. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt es mir ruhig. Ich probiere die irgendwie so gut wie es geht zu beantworten. Aber man darf nicht vergessen, es ist Welt für Welt echt anders. Wenn eine Kirchenwelt ist und so weiter, da muss man anders spielen wie auf so einer Welt, wie wir jetzt spielen. Ist halt so. Also, die Taktik musst du schon so ein bisschen der Welt anpassen. So, ich wollte ja mal sagen, wie es mit uns weitergeht. Also, wir sind ja eigentlich recht gut aufgestellt. Wir gucken jetzt nochmal auf der Rangliste, wie wir stehen. Rang 19 ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe aufgehört jetzt ja, auf Punkte. Ich bin vorher auch nicht auf Punkte gegangen. Ich habe auch Truppen. Ja, und aber ich habe jetzt aufgehört, natürlich Premium-Punkte zu investieren. Und jetzt sieht man einfach, wie die anderen weiter investieren und ich falle immer weiter zurück. Ja, ich könnte jetzt natürlich weiter adeln. Da wäre ich jetzt bei 7000. Also wenn ich 1000er Dorf adel, was ich vorhabe, noch diese Woche, wäre ich ein 1000er Dorf adeln. Dann bin ich bei 7700. Tun wir es einfach mal draufrechnen jetzt. Ja, aber selbst dann wäre ich wieder gut Top 10, Top 7, 10 auf jeden Fall. Aber die kleinen Dörfer, die brauchen auch ewig, bis die sich ausbauen.
Ja, 500 Punkte Dörfer, das war schon ein bisschen knapp natürlich. Da hast du natürlich die drei Dörfer, die du natürlich weiter aufbaust. Und ab fünf Dörfer, die du insgesamt hast, hast du natürlich dann einen Account Manager, der das eigentlich zum größten Teil für dich regelt. Du brauchst nur noch drei, vier Sachen einstellen, dann ist das Ding eigentlich gegessen. So, also wir haben schon vor, weiter die Welt richtig zu spielen, aber halt ohne PPs jetzt. Ja? Jetzt heißt es aber, die 18.000 PPs wollen wir wieder rein haben. Und da haben wir uns überlegt gehabt, wie wäre es eigentlich, wenn man hier mal so in die Richtung, also jetzt mal langfristig gesehen, ich hätte gern 1 Million PPs. Ja, ich will 1 Million PPs da oben stehen haben. Ja, aber da reden wir jetzt nicht von dieser Welt oder von der nächsten, sondern wir machen das mal wirklich auf Dauer. Ja, wo ich sagen werde, ich werde PP-Welten erstmal so spielen, also auch richtig spielen, so wie die jetzt. Ja, aber so, dass ich immer wieder mehr raushole an Premium-Punkten, wie ich investiere, bis ich 1 Million zusammen habe. Ja, und dann zum Schluss werden wir dann eine Welt spielen, wo ich mir zwei, drei Leute nehme, denen ich einfach dann 100.000 Premium-Punkte gebe und sage, Leute, mit mir rockt ihr jetzt einfach mal eine Welt. Ja, und wir dann die ganzen Premium-Punkte verhauen werden. Ja, so jetzt sagt man, 1 Million packt man nicht, doch packt man. Ja, ich kann euch mal kurz zeigen, wenn ich. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie viel ich jetzt hier raushole. Also ich werde auf jeden Fall mehr aus dieser Welt rausholen wie 18.000, die ich investiert habe. Ja, das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich weiß nicht, wie hoch der Kurs ist. Der schwankt gerade ziemlich stark. Ja, gut. Ich hatte nämlich heute Mittag. Ich glaube, mittags muss ich verkaufen. Am Abend ist es irgendwie so ein bisschen. Geht ein bisschen nach oben. So, wir verkaufen jetzt einfach mal. Aber da gehen wir mal. Ich lasse die kleinen Dörfer natürlich, lasse ich weiterbauen. Ich kann es mit einem großen Dorf leisten. Ja, mit dem kann ich es mir einfach leisten. Da tut mir das auch gar nicht weh. Ihr wolltet auch wissen, wie mache ich Premium-Punkte? Leute, es ist so einfach, ich verstehe nicht. Ich erkläre das fast in jedem zweiten oder dritten Video. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ja, Depot ist übrigens voll. Ja, ihr könnt nur so viel reinstecken, wie hier unten steht. Ja, pro Tag erhöht sich das einfach. So, wir wollen jetzt Premium-Punkte da reinsetzen. Wir haben 16.000, schlag mich tot. Wir nehmen jetzt die 16.000 und geben die einfach mal hier ein. Und ihr seht ja schon, ich habe hier 200 Punkte. Also, so habe ich das hier oben auch gemacht, ja, die 1114. Ja, ich werde weiterhin natürlich meine 20% mehr Resis nehmen. Ja, also, das alles, wofür ich einen Account brauche, das werde ich einsetzen. Aber ich werde jetzt hauptsächlich aber auch PP-Punkte farmen. So, also, ich werde weiter adeln, werde weiter angreifen. Ich habe alles, ja, wenn ich es mir leisten kann, so wie jetzt, werde ich mir meine Premium-Punkte wiederholen. So, wir gehen einfach mal 219, die holen wir uns. Zack. Was haben wir hier? 20.000. Kann ich 20.000 reinstecken? Zack. Zieh mal her. Sind wir bei 270? Geht das? Oder? Ja, so 270. Und hier habe ich 11.000. So, 152. Na, muss ich ein bisschen runtergehen. Machen wir 10.800. Immer noch nicht. Machen wir 10, 5. Ach komm. Ist jetzt doof, warum will mir das nicht? Ich weiß es nicht. Ach, die Händler. Ich sollte auch lesen, Leute. Ich sollte auch lesen. Gut, dann verkaufen wir nur 8. Ist doch scheißegal. Geht das? Nee, weil wir 8 und 3 brauchen. Da brauche ich noch einen Händler mehr. Oh Mann. So, 7,5 und gut ist. Okay. Gebe ich mich auch mit zufrieden. Ich wollte eh nachher nochmal ein paar LKW bauen. Da brauche ich auch noch ein bisschen Eisen. Jetzt schauen wir mal einfach mal aufs Punkteprotokoll. Also wie gesagt, ich habe immer wieder jetzt wieder welche gemacht. Hier seht ihr, ich setze auch noch welche ein, wenn ich was verkürzen will. Aber jetzt könnt ihr hier sehen, dass ich immer wieder verkauft habe. Ja, ich habe Premium-Punkte verkauft. Und so kam ich natürlich irgendwann mal auf meine 12.000. Also ich habe hier keinen Cent reingesteckt. Ich habe einfach nur verkauft. Ja, und das so wie eben. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal sehen, dass ich Änderungen, bla bla bla, Eisen verkauft habe. Oder nee, wo ist denn das? Wo sehen wir das denn? Ich glaube, erst wenn die da sind, sehen wir das. Ist egal. Wir können auf jeden Fall sehen hier 53, 72. Ja, das geht halt immer höher. Und so habe ich die Punkte gemacht. Ganz einfach. Ja, und dann kommen nachher einfach mal, wir können, wo ich es noch sehen kann, ist hier jetzt. Rohstoffe schicken. Hier unten. 200, 400, 500, knapp 600 kommen jetzt an.
So, und das einfach mal von ein paar Stunden. Ich farm ja so viel. Also, die Minen bauen ja allein schon 1700, ja, 17.000 mal 2, 34.000. Also, ich sag mal so roundabout knapp 40.000. Ja, Pi mal Daumen. 38.000 machen die Minen allein. Und das pro. Ne? Gut, hier unten ein bisschen weniger, aber hier 38, da 38 sind hier wahrscheinlich um die 34. Ist ja auch egal, wie viele es sind. Naja, auf jeden Fall mache ich so meine Premium-Punkte. Ja, aber ich habe jetzt natürlich nicht vor, jetzt andauernd das Zeug da reinzustecken, sondern immer mal wieder, wenn ich es über habe, werde ich das machen. Ich werde wieder ein Dorf adeln, werde gucken, vielleicht werde ich auch irgendwo Dörfer ausbauen. So, mal, unser Plan ist ja eigentlich, dass wir hier in die Mitte wollen. Wir wollen auf allen vier Kontinenten verkaufen. Ja, ich bin ja, wir sind ja hier, wir wollen, ich will hier runter adeln, ich will auf dem Kontinent hier, was ist der hier drüben? 45, wir sind 44. Ich möchte auf 54 und auf 55 noch hin. Ja, da, dass ich auf allen vier Sachen verkaufen kann. Und das war natürlich so mein Ziel, was ich eigentlich mir so auf diese Welt gesetzt habe. Ich werde in die Mitte gehen, werde mir einen riesen Safe da bauen mit den anderen, weiß ich, also die meisten ziehen mit, so wie ich gehört habe. Und dann geht's los. Ja, dann werden wir richtig schön verkaufen. Dann werde ich mal, ich denke, dass mal aus dieser Welt hier vielleicht, ich sag, ich will nicht übertreiben. Ja, ich sag mal, wenn wir erstmal die 25.000 erreichen, ist es schon cool. Ja, wir machen jetzt erstmal von jetzt auf 25.000. Ja, wollen wir mal festhalten. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen mehr vor. So auf 50.000 hatte ich so gedacht, dass wir da hinkommen. Nach dieser Welt. Mal gucken, ob das realistisch ist. Ich habe das noch nie gemacht. Also, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Vorher war das immer mal so: Papier ist einfach mal verkauft. Aber ich habe es nie drauf angelegt. Sondern das hat sich wirklich mit der Zeit einfach angesammelt. Und jetzt lege ich es mal echt drauf an. Und dann schöpfen wir das echt mal aus. So, ich hoffe, also ich habe euch die Fragen am Anfang beantwortet. Und ihr wisst jetzt, wo ich hin will und wie es weitergeht. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Vorerst. Ne? Und wenn euch die Folge gefallen hat, oben links in der Ecke abonnieren. Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.